Tanz auch für unterschiedliche Art und Weise zu lieben. Und ich bin selber Christ und ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass gerade hier in der Region, auch hier im Erzgebirge, aber auch hier in der Stadt, es nach wie vor Einstellungen und Haltungen gibt, die der Meinung sind, dass die Liebe unter Menschen unter Umständen Sünde sein könnte. Da machen sich Menschen auf und versuchen durch sehr fragwürdige Praktiken da zum Beispiel von Homosexualität zu heilen. Das ist ziemlich schlimm. Da müssen Pfarrer aus ihren Pfarrhäusern ausziehen, weil sie das Gehetze in der Gemeinde nicht mehr ertragen können. Aufgrund Pri gewonnen hatte, haben wir als Grüne ein Bild gepostet mit einem entsprechenden Text für mehr Gleichberechtigung und Vielfalt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was da auf Facebook für ein Shitstorm losgegangen ist, welcher Hass auch im Netz nach wie vor da ist. Und ich denke, da ist es ganz sehr wichtig, heute mit solchen Aktionen ein Zeichen für Liebe, für Vielfalt zu setzen, gegen Hass und Intoleranz. In der Schule einfach erklären wird, ein Foto, wie die Luftballons aufgeblasen werden. Sieht sehr süß aus. Das sieht sehr süß aus. Respekt. Und deswegen vielen Dank, dass ihr hier seid und lasst uns heute gemeinsam ein starkes Zeichen setzen für Vielfalt, für lesbisch, ob transgender oder intersexuell, ob Christen und selbst die, ja, jeden Menschen, egal schwarz, braun, egal woher. Noch 3 Minuten, ihr Lieben. Kommt hier in die Mitte, dass wir die alle miteinander steigen lassen können. Das ist ein richtig. 8, 7, 6. Eiderhunde 2015. Hier bei uns in Chemnitz. Herzlichen Dank. Den SVG, der seinen Sitz mit seinen Piraten hat, auf der Brühe. Kommt man einfach mal hin, ihr habt unseren letzten Freitag im Monat, haben wir unseren Stammtisch, der Betrieb wird fast täglich geöffnet. Wir werden am 13. Juni hier in Chemnitz einen Christopher Street Day feiern, am Brühe. Wir werden dieses Jahr wieder ein Fest haben, das so gut, dass die Christian People gemeinsam machen wird. Ja, etwas heute Abend unternehmen. Und vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart. Und erwarten euch 2016 am 17. Mai hier wieder in Chemnitz, um gemeinsam 19 Uhr die Luftballons steigen zu lassen. Stellt alles auf YouTube, schreibt drunter, dass ihr dabei wart. Vielen herzlichen Dank.